Guten Abend, du bringst heute Teile eines ICE-Verbands zur Hochzeit auf dem Testgelände in Wegberg-Wildenrath. Nach einem Betriebsstopp geht es hier für dich gleich weiter. Rüste die Lok fertig auf, PZB Zugart M und warte auf Streckenfreigabe. Deine zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Alle Signale stellen sich von selbst. Gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt in Train Simulator 2019. Mit dem neuen PC heute zum ersten Mal und hier der Whale Adventure Baureihe 103, der 103-222-6. Wir haben heute mal einen besonderen Zug und den möchte ich als erstes einmal zeigen. Das ist aus dem Szenario Lucky God, beziehungsweise den zeigen wir am Bahnsteig. Wir schalten erstmal Licht, geht nicht, Batterie ist aus. So! Einmal den Führerstand betreten, Luftpresser gestartet. So, und ihr seht schon, das Ganze ist hier blau und das hier ist so ein bisschen mehr beige als wie bei euch. Vermutlich, weil ich habe mir extra für dieses Szenario ein bisschen was Kleines anfertigen lassen. Bin irgendwo mal auf ein Foto von der Whale Adventure 103 vom Führerstand gestoßen. Und hatte auch durch mehrere Sagungen und Erzählungen mitbekommen, dass der Führerstand der Whale Adventure 103 blau ist. Und das Ganze habe ich mir von guten Too Fast For You machen lassen. So, LZB schalten wir auch ein. So, dann einmal die mittlere Zugart. So. Richtungssender nach vorne. Den zweiten Stromabnehmer wollen wir natürlich noch heben. Stromabnehmer 2 wird gehoben. Ja, hat man gehört. Und auch direkt ist die Spannungsanzeige angekommen. Das heißt, der Oberstromwandler hat gemerkt, hey, da liegen die 15.000 Volt. Das Ganze liegt hier hinter jetzt, glaube ich, mit 150 Volt an. Das wird nämlich runter transformiert auf ein Hundertstel. Und quasi zeigt der Bereich hier 0 Volt an und hier sind 150 Volt. So. Dann können wir natürlich noch die Trafo-Umschaltung vorher nochmal einschalten und den Hauptschalter einschalten. Und wir dürfen uns auch schon bewegen. Das heißt, wir lösen unsere Lokbremse und schalten mal ein, zwei Fahrstufen auf. Die Handbremse ist natürlich noch angezogen. So, jetzt bewegen wir uns auch. So, das heißt, wir dürfen erstmal als Rangierfahrt vorziehen. Okay, hier ist wohl eine 101 verreckt. Auch sein, vielleicht hat die irgendeinen Bruch oder sowas gehabt, der nicht festgestellt wurde. Wurde auf der Strecke ausgesetzt. Ist dann natürlich ein bisschen schlecht. Für das Eisenbahnverkehrsunternehmen. Für DB Fernverkehr. Wir rangieren hier erstmal ein bisschen rum. Ich habe das Szenario noch minimal angepasst gehabt. Und einen Verbremser hier vom Kollegen Fernverkehr neben uns entfernt. Der ist nämlich mit dem halben Zug über den Bahnsteig hinausgeschossen. Und sowas kann man eigentlich dann schon achten, wenn man das Szenario baut. Würde einem auch in Tests auffallen.
Aber der gute Lucky God sagt ja eh, dass seine Szenarios Spuren von Fiktion und all sowas enthalten können. Unter anderem Doppeltraktion von Captrain vor Autozügen oder Lomo-Mischer. Die sind nicht so ganz das, wie sie auch in Wirklichkeit rumfahren. Wir bleiben hier mal am Bahnsteig stehen. Der Fernverkehr neben uns fährt an. Der fährt jetzt vor uns raus. Aber man sieht schon, das sieht hier nicht schlecht aus mit diesem blauen Update. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zur generell schon schönen Whale Adventure 103. Spitzenlicht noch aus. Okay. Ich habe es eigentlich eingeschaltet, habe es noch nicht kontrolliert. So. Für die Zugfahrt ist es wichtiger als für die kleine Rangierfahrt, die wir jetzt gerade gemacht haben. Auch bei der Rangierfahrt sollte es an sein, aber. Also muss es an sein. Schande auf mein Haupt. So, hier der Whale Adventure Kuppelwagen. Dann ein Velaro D Triebkopf. Neben ein bisschen Messpersonal oder so sitzt. Haben sich heute aber ein bisschen privater angezogen. Und hier hinten noch ein erste Klasse Triebkopf. Nochmal ein Kuppelwagen und zwei Bremswagen. Zwei Kesselwagen, die werden vermutlich mit Wasser vollgefüllt sein oder irgendeiner anderen Flüssigkeit. So. Wir gehen wieder nach vorne. Da ist gerade auch unser Signal umgesprungen. Also lösen wir die Bremse. Schalten entsprechend Leistung auf. So. So, diese zwei Bremswagen werden natürlich mitgeführt. Der ICE Velaro D, der Teil da, der bremst natürlich auch mit. Die Bremsen werden ja angesteuert, ganz normal, über die Druckluft jetzt. Über die Notkupplung. Beziehungsweise halt über die Kuppelwagen von Whale Adventure, das funktioniert ja. Aber man würde vermutlich ohne die zwei Bremswagen einfach auf zu wenig Bremssunder zu kommen. Einfach um ein bisschen mehr Bremskraft zu haben, werden die mit angehängt. An sich kein unübliches Prozedere. Hier geht's rüber. Deine Grenzzeichen, die da im Gleis standen. Ich dachte, warum stehen da Milchkannen? Ist doch eine Payware-Strecke, hab doch alles installiert. Aber waren dann doch nur die Grenzzeichen. So. Mittlere Zugart, Höchstgeschwindigkeit 125 km/h, Fahrplan sagt 100 km/h. Beziehungsweise Aufgabeneinweisung. Dann werden wir uns daran auch mal halten. Ich denke mal, wir sollten jetzt hinter dem anschließenden Weichenbereich hervor sein. Oder? Ja, schon lange. So, dann schalten wir mal die Leistung entsprechend auf. Hier ein bisschen wegkommen. Wir wollen natürlich nicht zu viel aufschalten. 103 ist eine betagte Lok. Wir sehen hier jetzt rechts an der Ecke 2,4 auf der Uhr. Das ist die Dauerzugkraft. 3,0 kN pro Fahrmotor. Also mal 3 mal 10 muss man das ja rechnen. Das steht da, also 30 kN. Das ist die 15-minütige Zugkraft, die darf man für 15 Minuten anwenden. Und 5,0, das dürfte ich für maximal 2 Minuten anwenden.
So. 100 haben wir erreicht. Ich will eigentlich mal ein bisschen mit der E-Bremse. Das heißt, wir schalten nochmal ein bisschen auf. Wir können uns den Zug eigentlich auch mal von draußen in einer Vorbeifahrt gleich mal angucken. Und so warten wir aber erstmal ein nettes Plätzchen, denke ich mal, ab. Vielleicht da vorne in der Kurve. Da wird man sich den Zug mal in der Vorbeifahrt angucken können. Ist auch mal eine schöne Fahrt. Sowas macht man ja selten. Zumal die 103 meine Lieblingslokomotive ist der Deutschen Bundesbahn. Beziehungsweise meine Lieblingshochgeschwindigkeits- oder halt Schnellzug-Elektrolokomotive. An sich kann man nicht eine Lok, also ich kann zumindest nicht eine Lok haben, die meine Lieblingslok sind. Zum Beispiel auch meine Lieblings-Drehstrom-Güterzug-Lokomotive wäre vermutlich der Vectron. Auch wenn ich den Vectron jetzt in meiner, wenn ich eine Top 5 einfach nur von meinen Lieblingsloks machen würde, würde der Vectron da vermutlich nicht vorkommen. Aber von den Drehstromern gefällt er mir echt gut. Und ich muss sagen, mittlerweile finde ich den Vectron auch ganz nett. Hatten wir ja auch schon ein Szenario gemacht. Das findet ihr jetzt mal hier oben rechts in der Ecke. Da findet ihr ein Szenario von mir selber. Von Freiburg nach Weil am Rhein war das. Da waren wir auf Freiburg-Basel unterwegs. Aber ich muss sagen, Münster-Bremen gefällt mir echt. Also von der Ausgestaltung her, von der... Generell doch, ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Muss ich sagen. Ich finde es gerade auch mal eigentlich ganz nett, sie einfach mal mit etwas geringerer Geschwindigkeit zu befahren. So 100 km/h sind eigentlich eine nette Geschwindigkeit, um sich mal ein bisschen umzugucken. Der Lüfter eigentlich? Ne, der Lüfter läuft angeblich auch nicht. Er sollte eigentlich von alleine angegangen sein. Aber dadurch, dass wir die Maschine ja eh nicht groß strapazieren, sollte der Lüfter jetzt noch nicht allzu heiß geworden sein. Aber natürlich, der Lüfter ist vor Fahrtantritt einzuschalten. Bei konventionellen Lokomotiven, Elektrolokomotiven sehr, sehr wichtig. So.
So. Da kommt doch schon was entgegen. Servus. Ich muss sagen, 100 km/h ist eine nette Geschwindigkeit für so eine Überführungsfahrt. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei Too Fast for You für dieses schöne Führerstands-Update. Ich finde das echt nett gemacht. Ist auch echt gut geworden. So mit dem Blau und hier auch dem bronzenen Richtungswender. Im weißen Handrad. Gut, man sieht, dass es vorher schwarz war. Aber für ein Video und für etwas, was er mal eben so dankenswerterweise gemacht hat, möchte ich mich da nicht beklagen. Meine Fahrten sind ja irgendwie gefühlt immer mehr so Führerstandsmitfahrten. So. Sie fahren. Oh. Telefonat. Ihr Lokführerzug Nummer 25675. Der Fahrdienst, grüß dich. Grüß dich. Ich hole dich gleich für eine Überholung zur Seite und habe eine weitergehende Anweisung für dich. Kann ich loslegen? Ja, kannst loslegen. Okay, Überholung in Kadenfelle. Ich leite dich dort in die Abstellung. Zufahrt zur Abstellung ab Kilometer 92.0 in Rangiergeschwindigkeit. In Kadenfelle sind Mitarbeiter der DB Technik am Gleis. Lokführer Zug Nummer 25675, Fahre verstanden. Wartezeit in Kadenfelle, Zufahrt ab Kilometer 92.0 in Rangiergeschwindigkeit. Korrekt. Dann weiter gute Fahrt. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ja, wir haben jetzt ein eigentlich sehr, sehr schönes Beispiel dafür bekommen, was hier an den Szenarien teilweise Fiktion ist. Klar, so Anrufe beleben das Szenario. Das hier wäre jetzt quasi ein schönes Beispiel für einen Befehl gewesen. Das heißt, man würde am Bahnhof anhalten. Aber ich muss mir das gleich angucken, ob da an dem Hauptsignal dann ein SH wäre. Die Möglichkeit wäre, SH1 zu stellen. Huch. Jetzt sind wir gerade mal in die LZB aufgenommen worden. Abschalten. Schön durch den Tunnel. Ja, aber das muss ich mir gleich mal angucken. Ich finde die Lucky God-Szenarien echt gut. Ich habe an sich auch keine Probleme damit, dass da mal irgendwie so ein bisschen Fiktion oder so vorkommt, dass da
Micha oder die Güterzüge nicht real sind. Nur halt zum Beispiel das, was mich an dem Szenario jetzt gestört hatte, weswegen ich es auch weggemacht habe, ist, dass dieser Intercity über den Bahnsteig drüber hinaus rutscht. Direkt am Anfang. Das ist mit einem ganz einfachen Kniff zu lösen. So, Zufahrt war ab 92.0, ne? Wo ist denn das? 99.0 haben wir jetzt. Das dauert dann noch ein bisschen. Okay. Noch knapp 7 Kilometer bis dahin. Das heißt noch knapp 5 Kilometer. Dann sollten wir unsere Rangiergeschwindigkeit drauf haben. Also 25 km/h. So, da ist die Eurobahn. Kommt hier mit Flirt 3. Eigentlich können wir schon mal komplett abschalten und einfach runterrollen lassen. So. Wir haben jetzt noch knapp 3 Kilometer. Kilometer, das heißt, wir können so langsam gleich mal anfangen einzubremsen. Ich finde irgendwie diese abendliche Stimmung mit den Wolken, finde ich echt geil. Also mir gefällt hier das Münster-Bremen-Wetter an sich schon gut, aber ich finde dieses Armstrong-Powerhouse-Wetter halt auch extremst cool. So, LZB Ende bestätigen. Rail for Cem, die gibt es heute, glaube ich, schon gar nicht mehr. So, 60 km/h für 1 Kilometer, das heißt, das dauert noch knapp eine Minute. Das Signal. Wenn wir jetzt in der PZB wären, VR2 bestätigen natürlich. Ist jetzt LZB geführt, natürlich nicht nötig.
So, wir haben immer noch 50 km/h drauf. Meter. 40 km/h. Auch schon hier rechts der See. So, wir bremsen hier herunter auf knapp 25 km/h. Lieber ein bisschen drunter als drüber. Weil wir haben ja jetzt quasi einen Befehl, eine Höchstgeschwindigkeit. So, Zufahrt ab Kattenwende mit Rangiergeschwindigkeit. Wir sollten hier so bei knapp 23 km/h sein, na, 22. Und das alles nur, weil der Eisenbahninfrastrukturunternehmer hier die DB Netz gerade Mitarbeiter im Gleis haben. Hier sehe ich gerade schon ein orange, zwei orangene Mitarbeiter mit Helmen. Servus. Die arbeiten da vermutlich an der Weiche. Der guckt auf seine Uhr, der hat vermutlich schon Feierabend. So, da kommt Lomo. Genau das. Lomo fährt nicht so in Doppeltraktion solche Autozüge hier. Klar, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Aber so kennt man mich. So, wir ziehen hier noch ein bisschen mit der den 20 vor bis ans Ausfahrsignal dann. Wir werden hier ja zur Seite genommen, vermutlich eine Überholung durch den Fernverkehr. So. Das sieht aus nach einem Gruppenausfahrsignal. Das ist mal nett, oder? Das ist ein Sperrsignal.
Ab dem Signal hier links. Glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz. So, egal. Wir stehen hier und jetzt gucken wir mal. Kommt hier nochmal ein Hauptsignal? Nö. Gut. Dann schalten wir mal die Lüfter aus, solange wir hier rumstehen. Es wird wohl mit Sicherheit eine Überholung durch den Weißen. Wobei mit HG 100 sind wir natürlich relativ langsam. Das heißt, es könnte auch eine Überholung durch einen roten sein oder durch einen anderen, einfach schnelleren Güterzug. Höchstgeschwindigkeit 100 ist ja relativ niedrig. Kommt die Überholung? Ja. Ein Eurocity. Den hatte er gerade kurz nicht geladen. Typischer Train Simulator Bug. Die Schau ins Land reisen. 101. Sieht nett aus. So. Wir haben SA1. So. An sich? Okay. SA1 ist aber keine Zustimmung zu einer Zugfahrt, sondern nur zu einer Rangierfahrt. An sich bräuchten wir jetzt nochmal einen Befehl zum Ausfahren. Dann würden wir dann nämlich bekommen den Befehl, ich glaube, 1. Befehl 1 oder 3. Sie dürfen aus dem Bahnhof ausfahren. Ich glaube Befehl 3. Befehl 1 war nämlich, Sie dürfen aus dem Gegengleis einfahren, glaube ich. Befehlsvordruck. Habe ich den gerade hier irgendwo in der Nähe? Da ist er doch. Aha. Ja, da habe ich so eine. Befehl 1, genau. Sie dürfen in den Bahnhof weiterfahren, einfahren. Sie dürfen aus dem Bahnhof ausfahren, ist Befehl 3. Ich habe es gerade einmal kurz nachgeguckt. Gibt so eine schöne Arbeit von einem Teammitglied von mir, der das Ganze digitalisieren will. Aus dem anschließenden Weichenbereich mittlerweile heraus sein, genau. Also schalten mal ein paar Fahrstufen auf.
gleich aber auch den hier nochmal nach vorne legen. So, und die LZB wurden wir auch wieder aufgenommen. Sehr schön. Nächster Halt wird dann vermutlich schon Münster sein. Ob wir jetzt nochmal zur Seite genommen werden, kommt auf die Zugüberwachung drauf an. Das sind ja die, die die Reihenfolge der Züge auf der Strecke regeln. Die entscheiden, welcher Zug fährt zuerst. Wenn es Fahrplanabweichungen geben sollte. Scheppert irgendwas hinter mir richtig. Moment, ich schalte mal ab. Mal gucken, ob wir großartig an Geschwindigkeit verlieren. Angelegt ist aber keine Bremse mehr. Kann aber auch sein, dass sich das immer so anhört. Aber ich mag irgendwie diese Tour mit dem ICE, so mal eine Überführung. Ich habe ja selber noch einen PBZ im Bau, zu dem möchte ich aber nicht viel sagen, weil ist noch nicht so weit, dass ich es ankündigen könnte. Windräder auch ganz nett. Ist auch so ein Detail, dass mir hier irgendwie... Also mir gefällt die Strecke Münster-Bremen immer mehr und mehr. Einfach durch diese Detailverliebtheit hier. Mittlerweile vor allem auch mit dem neuen PC sieht Train Simulator halt einfach ein richtig cool, richtig gut aus. Ich weiß nicht, wie das bei euch rüberkommt, aber... Bei so einer Grafik und so wie das hier jetzt aussieht, brauche ich kein Train Sim World. Ich meine, durch den Zug laufen, okay. Ah, also es wäre ein nettes Feature, aber ich finde halt einfach, man hat hier im Train Simulator viel mehr Möglichkeiten mittlerweile Sachen zu bauen. Es gibt so viele schöne Fahrzeuge, es gibt so viele gute Paints, es gibt so viele Strecken. Es gibt so viele gute Szenarienersteller,
um einfach mal ein paar zu nennen. Da wäre Amicia, da wäre an sich auch Lucky God, der Knoop, der Sentex, wen haben wir noch? Die Steuerwagenschmiede hat auch schon mal ein Szenario gemacht. Absolutes Chaos an sich, eigentlich auch ganz nette Szenarien. Pony, Kurt. Also da sind einige dabei. Und einfach die Vielfalt im TS ist einfach größer. Klar wird das mit dem TSW immer Schritt für Schritt irgendwann mal kommen. Aber mir fehlt da jetzt ehrlich gesagt nicht der TSW. Servus. So ein Lied. Gut, noch für eine knappe Viertelstunde bis Münster, oder? Münster sind jetzt noch 10 Kilometer bei 100 km/h. Dauert das nicht mehr lange. Bei 60 km/h wären es ja knapp 10 Minuten. Bei 90 km/h sind es 7,5. Das heißt, so noch knapp 7 Minuten, bis wir da sind. Und dann haben wir auch wieder eine nette kleine Überführungsfahrt gemacht. Da können wir uns den Zug jetzt doch einfach nochmal in der Vorbeifahrt angucken. Komm. Schön hier der Überführungszug. Also an sich, ich muss auch sagen, ich mache ja die Ausbildung zum Lokführer im dritten Layer. Zum Stand der Aufnahme des Videos bin ich noch im dritten Layer. Und mir macht der Job des Lokführers immer noch super viel Spaß. Einfach dieses Herumfahren, dieses man ist nicht gebunden, man ist immer mal wieder zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Das ist einfach ein cooles Gefühl. Das möchte ich auch um kein Geld der Welt mittlerweile hergeben. Die 103 zu fahren, das wäre nochmal was ich mir gerne wünschen würde.
So. Und wir fahren auf den HP0 zu. Wird an dem Gleis gearbeitet. Gerade links. Da stand ein SH2. Aber mir macht das die Fahrerei MTS jetzt auf jeden Fall mit dem neuen Computer auch wieder deutlich mehr Spaß. Die Performance ist um einiges besser geworden. Das werdet ihr ja auch in den Videos sehen. Dass jetzt die Qualität dann doch noch einmal gestiegen ist. Servus. So, und damit sind wir im Münsterländle. Im Münsterland. Nicht im Ländle. Ländle ist unten in Baden-Württemberg. Ich fände ja auch schön die Strecke ins Emsland von Münster aus, also Münster Rheine und dann so eben Büren oder sowas. Irgendwie so eine Strecke. Ja, Rheine, Bad Bentheim. Das wäre auf jeden Fall auch ganz cool. So, stimmt, wir sind ja noch LZB geführt. Das heißt, die Einfahrt nach Münster verzögert sich noch ein wenig. Wir lösen jetzt noch mal aus. Jetzt nehme ich noch nicht die Zielbremsung auf das Signal. Von rechts hat noch etwas vor uns Einfahrt nach Münster. Wir versuchen so weit ranzufahren, dass wir die Signalbezeichnung lesen können. So, lösen. Zusatzbremse anziehen auf 1,5 bar. Das sollte reichen. Das Signal G402. Da kreuzt noch mal kurz in Intercity unseren Weg. Genießen wir doch mal den Blick aus dem Fenster mal ein bisschen. Das Signal ist immer noch rot, weil jetzt gleich von hier hinten erst nochmal ein Zug kommen wird. Das ist die Strecke nach Münster Zentrum. Könnte sein. Wir können aber noch mal den Lüfter hier noch mal ausschalten im Stand.
Und wenn einen das Piepsen hier sogar noch stört, dann macht man den Hauptschalter aus. Und dann stehen wir hier ein bisschen rum. Und uns den Zug nochmal von außen angucken. Servus. Ja. So, Hauptschalter ein, Lüfter ein. So. Und wir sind auch wieder PCI geführt. Wir hatten ja HP2 mit Kennziffer 6. HP2 mit ZS3 Kennziffer 6, so. Hier gerade das ZS3 im Satz. Wir sollen hier ja am Bahnsteig zum Stehen kommen. Perfekt. Hallo. Der bescheuert. Und diese Gleisläufer hier. So. Und hier machen wir kurz Pause. Beziehungsweise hier sollen wir ja zum Stehen kommen. Und ja, ich denke mal, das war aber eine nette kleine Fahrt hier von Osnabrück nach Münster. Ich hoffe, euch hat diese Fahrt gefallen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und bye bye.